heute hat sich für mich eine Frage ergeben, eine offene Frage, und die möchte ich euch gerne weitergeben. Und zwar der Anlass war, ich bin zu meinem Auto gegangen und Nachbarn getroffen und wir haben ein bisschen geplaudert. Jetzt kommt bald ein Lockdown, eine Osterruhe, und dann haben wir gleich auch über Corona geredet. Und irgendwann kam ja auch das Thema Impfung. Und er ist ein Risikopatient, hat er mir erklärt, und für ihn ist klar, er möchte sich impfen lassen, hat aber kriegt keinen Impftermin und wartet darauf, dass er ihn bekommt. Und im Nachhinein, man dachte, es ist ja eigentlich faszinierend, wie es möglich war, in kürzester Zeit ganz viele Menschen dazu zu bringen, dass sie diese Impfung, dass sie von der Impfung wissen und dass sie sie wollen. Und manche wissen davon, wollen sie aber nicht. Aber jeder kennt diese Impfung und jeder spricht davon, ja. Und da habe ich mir gedacht, warum haben wir Christen die beste Nachricht aller Zeiten, ja? Was Besseres gibt es gar nicht, als das, was uns Jesus geschenkt hat. Und wir haben das und kein Mensch weiß davon, geschweige denn will das. Eigentlich müsste es genauso sein mit Jesus Christus. Was? Du kennst Jesus. Erzähl mir von ihm. Was? Wie war das bei dir? Wie kann ich, ja, das, was Jesus getan hat, wie kann ich frei werden von meiner Schuld? Wie kann ich frei werden von meiner Sünde? Wie kann ich den Heiligen Geist empfangen? Wie kann ich Zugang zu Gott, dem Vater, bekommen? Wie bekomme ich Gewissheit des ewigen Lebens? Das müssen die Fragen sein, normalerweise. Ja. Aber irgendwie fragt keiner danach. Und ich wundere mich, warum das so ist. Und möchte überhaupt keine Antwort geben. Ich möchte das einfach euch weitergeben. Warum fragt keiner danach und warum schaffen wir es nicht, die beste Botschaft dieser Welt an die Menschen weiterzugeben? Und was können wir lernen? Ja, was können wir lernen sogar von dieser Impfkampagne oder Impflobby, wie auch immer wir das nennen wollen? Was haben die richtig gemacht? Und können wir, sollen wir davon was lernen und übernehmen? Das ist meine Frage oder Fragen, und würde mich freuen, wenn ihr euch Gedanken dazu habt und das unten kommentiert. Also herzliche Einladung. Seid gesegnet.